Ja, schon erstaunlich, sehr geehrter Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, schon erstaunlich, mit welcher Spannung die Kollegen anderer Parteien sich hier Anträgen widmen, was man da also alles reininterpretiert oder auch nicht reininterpretiert, wenn wir uns einen Antrag hochziehen, den die SPD-Fraktion im Ausschuss gestellt hat. Es ist ja schön, wenn sich Fraktionen zum Brexit Gedanken machen. Wir haben das also schon 9 Monate, eher gemacht bei der SPD, war es also recht spät, dass sie sich Gedanken dazu gemacht hat. Es hat vielleicht auch mit den verschlungenen Entscheidungswegen innerhalb der Sozialdemokratie zu tun. Ihre Pflicht gegenüber der bayerischen Wirtschaft, liebe Kollegen von der SPD, Ihre Pflicht gegenüber der bayerischen Wirtschaft und den bayerischen Arbeitern wäre es gewesen, in Brüssel mit aller Kraft seinerzeit schon darauf hinzuwirken, ein faires Abkommen zu gestalten. Der Pflicht sind Sie eindeutig nicht nachgekommen. Hier wäre rechtzeitiges Handeln notwendig gewesen, um die Weichen für eine beiderseitig profitable Zukunft zu stellen. Jetzt über Instrumente zu sprechen, die zu der zu erwartende Härte abmildern, das ist vollkommen realitätsfern. Sie hätten seinerzeit besser auf die Kollegen auf der Bundesebene einwirken sollen, rechtzeitig mit ihnen sprechen sollen, denn Einfluss auf die Verhandlungen, das wäre gar nicht unmöglich gewesen. Die bayerischen Vertreter der SPD, die vertreten immerhin die 5. größte Wirtschaftsmacht in Europa. Es wäre also bedeutend zielführender gewesen, als damals diese Anträge zu formulieren. Exporte in Milliardenhöhe, die kann man nicht über Nacht sichern. Hier hat leider die EU-initiierte Abschreckung von Nachahmern, nichts anderes war das, das Brexit über die Methode der gütlichen Einigung obsiegt. Anstatt die Arbeiter und Unternehmer, anstatt an die zu denken, wurde einfach die Lust am internationalistischen EU-Fetisch ausgelebt. Aus purem bayerischen Eichennutz wäre jedes Freihandelsabkommen vorzuziehen gewesen, denn nur eine florierende deutsche. Herr Abgeordneter, nach der Rede bitte. Nach der Rede, danke. Nur dann hätte die florierende deutsche Exportwirtschaft eine Chance gehabt, eben den positiven Beitrag zu unserem Steueraufkommen zu leisten. Jetzt hat Bayern das notwendige wie je zuvor. All die Aspekte bleiben aber trotz unserer Mahnung im Februar vollkommen unberücksichtigt. Als Konsequenz daraus beschäftigen wir uns mit einem Antrag von damals, der vage und inkonsequent war. Warum muss zum Beispiel der Vorschlag, pensionierte Zollbeamte zu reaktivieren, um in der Übergangsphase, die jetzt kommt, Firmen beim konkreten Erstellen von T-Versandscheinen zu helfen, warum muss sowas von uns kommen? Beim Impfmarathon bieten Sie ja auch Pensionisten zum Dienst. Ihnen gehen einfach die Visionen aus, weil Sie in irrationaler EU-Gläubigkeit gefangen sind. Wie bereits im Ausschuss angekündigt, enthalten wir uns bei Ihrem Antrag. Er hat ja zum Teil gar keine so schlechten Intentionen gehabt. Unseren britischen Freunden, und das ist mir besonders wichtig, wünschen wir viel Erfolg dabei, sehr viel Erfolg dabei, die demokratische Kontrolle in Ihrem Land nun bald wieder vollkommen uneingeschränkt und selbst wahrnehmen zu dürfen. Dankeschön. Bleiben Sie bitte am Rednerpult. Erste Zwischenbemerkung vom Kollegen von Brunn, bitte. Also mir ist erstmal aufgefallen, dass Sie offensichtlich nicht den Mut haben, Zwischenfragen zuzulassen. Als zweites ist mir aufgefallen, dass Sie sachfremd über Arbeiterinnen und Arbeiter reden, weil soweit ich das weiß, hat die AfD jetzt angefangen, über eine gesetzliche Rentenversicherung zu diskutieren. Bisher haben Sie das ja abgelehnt. Sie wollten, dass alle Leute sich privat versichern. Ich kann an der Stelle nur festhalten, dass in Deutschland schon im 19. Jahrhundert gesetzliche Rentenversicherung von Bismarck eingeführt worden ist. Seitdem treten die Sozialdemokraten auch in Deutschland für den Sozialstaat ein. Und halte deswegen fest, dass die AfD 150 Jahre braucht, um überhaupt irgendwie kleine Verbesserungen für Arbeiterinnen und Arbeiter anzuerkennen. Das sagt genug aus, deswegen sollten Sie gar nicht über dieses Thema reden. Ja, lieber
lieber Kollege von Brunner, zuerst einmal herzlichen Dank für das weitschweifige Co-Referat. Das wäre an der Stelle natürlich eigentlich nicht nötig gewesen, aber trotzdem konnten Sie mit dem Co-Referat den wenigen, vielleicht 6%, die Sie noch wählen, zeigen, ja, dass Sie zumindest in solchen Situationen im Parlament noch eine Stimme haben, wenn auch sonst eigentlich, ich will jetzt gar nicht sagen, was mir auf der Zunge liegt, sehr viel Quatsch dabei rauskommt. Da nehme ich mal den Kollegen Rindersbacher ganz ausdrücklich aus, weil das ist eigentlich der in Ihren Reihen, von dem man immer noch vernünftige Äußerungen, vernünftige Wortschöpfungen wahrnimmt bei anderen Kollegen, speziell bei Ihnen, Herr von Brunn, zweifle ich also sehr stark dran. Wir als AfD, wir als Bundes-AfD sind eine der wenigen Parteien, die es fertiggebracht haben, ein patriotisches soziales Rentenkonzept auf die Beine zu stellen. Das ist also genau das, was uns einzeichnet, dass wir in der Lage sind, heute noch sinnvoll und sinnstiftend über das zu diskutieren, was Sie in den vergangenen Dekaden Ihrer Regierungsbeteiligung versemmelt haben. Dankeschön.